sehr schwerer Gegner. Er spielt sehr gut in der zweiten Welle. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir ein gutes Angriffsspiel haben, dass wir nicht viele technische Fehler machen. Und dann, ja, das ist ein Top-Spiel. Und, aber ich weiß, dass wir muss sehr gut in Abwehr stehen. Und unsere Gegenstoß sind sehr wichtig, dass wir macht Tore von Gegenstoß, zweite Welle, schnelle Mitte. Ja, und unsere Spieler muss ein besseres Spiel machen. So no, I'm we are prepared for a tough game. I like the volume in the Magdeburg Arena, and we, yeah, I think that the Spiel gegen Balinge war, I'm sehr zufrieden mit das Spiel und hoffentlich we can take that Abwehrspiel into this game and keep on doing tours in Gegenstoß and yeah, dann auch in Angriff keep on getting the ball out to our wing players Aussens that we made really good against Balingen. Ja, diese Woche haben wir das war Fokus am Torwarts oder Torhüter zuerst. Mats Olsson war hier und hat drei Trainings mit den Jungs gemacht und heute war viel Spiel und yeah, get some pulse, running a little bit und morgen wir will focus more on what Magdeburg is doing in their Angriffsspiel and then Abwehrspiel and which tactics we're gonna use for Sonntag. Ja, Gegner natürlich klar, mit viel Selbstvertrauen, haben vor zwei Wochen THW Kiel zu Hause geschlagen, haben einen richtig guten Saisonstart erwischt und es ist eine Mannschaft, die über Jahre gewachsen ist. Bennett Wiegert hat da gute Arbeit geleistet, hat die wichtigsten Exponenten zusammengehalten im Team und deswegen werden wir auf eine Mannschaft treffen, die viel Selbstvertrauen hat, die natürlich mit dem heimischen Publikum immer sehr gefährlich ist und ja, also es wird ein richtiges Topspiel werden. Ja, ob uns der Gegner liegt, ja, klar, wir haben, ich glaube, die letzten beiden Jahre da gewonnen. Aber wir wissen auch immer wieder, dass es extrem schwierig ist. Das ist eine extrem hitzige Atmosphäre dort. Man darf nicht viele Fehler machen im Angriff, dass man nicht zu viele Gegenstoßtore kassiert. Das ist das Spiel von Magdeburg, das probieren wir natürlich zu unterbinden. Ein bisschen vielleicht auch manchmal in Situationen Tempo rauszunehmen. Aber wenn man sie dann ins Rollen kommen lässt, dann wird es extrem schwierig und da wissen wir schon, was wir da tun müssen, um das zu verhindern. Ja, das ist immer so ein schmaler Grat, weil wir möchten eigentlich auch unser Tempospiel aufziehen. Also es ist immer die Krux eigentlich, das eigene Spiel durchbringen zu können und dem Gegner das Spiel ein bisschen abzukaufen. Und, wenn man da selber zu viele Fehler macht, wie ich bereits gesagt habe, dann geht es extrem schnell und das müssen wir verhindern. Aber ganz ohne Tempo werden wir auch nicht spielen. Also wir werden auch probieren, unsere Stärken in der zweiten Welle auf die Platte zu bringen. Und deswegen wird es spannend, wer sein Spiel mehr durchdrücken kann.